Das Elbland-Klinikum Riesa erweitert und verbessert das Angebot im kardiologischen Bereich. Neben der Notfallversorgung und der Behandlung von koronaren Herzerkrankungen werden jetzt auch für ältere Patienten minimalinvasive Eingriffe für weitere Erkrankungen durchgeführt. Chefarzt Dr. Red Al-Amarin und sein Team sind hochkonzentriert bei der Operation. Die Kardiologie ist nicht nur reine Notfallbehandlung von Herzinfarkt, sondern ist das ein breites Spektrum von Behandlungsmöglichkeiten. Das natürlich, also die Behandlung von den Herzinfarkt und Koronarherzerkrankungen gehört zu unserer täglichen Arbeit. Allerdings, viele Patienten haben dann auch chronische Probleme, wie zum Beispiel eine Klappenstenose, Klappeninsuffizienz, Herzerkrankungen, schwachen Herz. Dann bietet sich auch viele andere neue Therapienmöglichkeiten diesbezüglich. Wir erweitern uns stetig, also das sind, wir gewinnen auch, das sind neue Kollegen, neue Fachärzte, Fachpersonal auch im Team. Allen voraus geht ein fachlicher Austausch, bei dem die Patienten selbstverständlich im Vordergrund stehen und die Therapie unter den Spezialisten individuell abgestimmt wird. Im OP gilt die Leistung des gesamten Teams. Hier ist das Können aller gefragt. Um solche OP durchführen zu können, da braucht man dann viele Vorbereitungen im Vorfeld. Wir haben jetzt also seit ein paar Monaten hier in Riesa auch ein Hard-Team implementiert. Im Hard-Team, da sitzen dann drei Fachärzte, ein Herzchirurg, ein Kardiolog und ein Kardioanästhesist. Und wir werden dann jeden Patient individuell betrachten, betreuen und auch die passenden Therapiemöglichkeiten anbieten. Wir sehen jeden Patient und diese Hard-Team-Sitzungen findet alle paar Wochen, alle zwei Wochen hier auch in Riesa statt. Da kommt der Kollege, wir haben also eine gute Kooperation mit der Herzchirurgie im Herzzentrum Dresden. Wir treffen uns hier in Riesa, wir sehen die Patienten vor Ort in Riesa und wir bieten, also empfehlen wir unseren Patienten die passende Therapie, jeweilige Patienten zugeschnitten ist. Bisher waren solche Eingriffe lediglich den Kliniken in den Metropolen vorbehalten. Für Patienten aus den ländlichen Gebieten weitaus schwierigere Behandlungsbedingungen, auch bei dem Thema Nachsorge. Ein Hauptvorteil für den Patienten ist, dass er seine Heimat zu behandeln, zu betreuen. Es geht nicht nur rein um die akute Intervention und Therapie nur durchzuführen, sondern wir bieten unseren Patienten einen Heimatnah, einen Ansprechpartner. Es geht also nicht nur die Patientin selbst, sondern auch bieten wir, das ist auch einen Ansprechpartner für die Hausärzte, die Fachärzte, die Kardiologen, die dann hier vor Ort. Da gibt es eine kurze Wege, sozusagen kann man das viele Sachen, das telefonisch erklären und wie betreuen zusammen, also nicht nur rein im Krankenhaus, sondern also auch die Phase nach der Entlassung betreuen wir mit dem Kollegen vor Ort, also Hausärzte, Fachärzte, in kleinen Runden auch dann diskutiert, was man dann verbessern kann, was man dann an den Medikations optimieren kann, wie man dann also den Verlaufkontrollen auch durchführen kann. Die Elbland-Kliniken erhöhen stetig ihr Angebot und das einhergehend mit einer Steigerung der Behandlungsqualität. Das bietet gerade den Patienten aus dem Landkreis Meißen und der gesamten Region ein hohes Maß an Sicherheit und Lebensqualität.